vertraue nur den Studien, die du selber gefälscht hast. Willkommen zu einem neuen Video, in dem ich das erste Mal richtig über die Hattie-Studie sprechen möchte. Und zwar will ich zuerst mal drei Dinge sagen oder drei Kritiken äußern, die mich persönlich ein bisschen stören an der Hattie-Studie. Und zwar fange ich mit einem Kritikvideo an, weil ich weiß, wie schon von Anfang an die Kritiker von Hattie auch auf mich zurennen und sagen werden, aber das und das und das ist nicht gut an der Hattie-Studie. Und ich sehe einige gute Dinge an der Hattie-Studie, aber ich sehe auch einige Probleme bei der Hattie-Studie. Und daher will ich jetzt drei Punkte auslegen, wo ich sagen muss, man muss sich wirklich fragen, inwiefern kann man dieses Buch ernst nehmen für den eigenen Unterricht an der Schule. Ich werde also bestimmt zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Videos drehen, in dem es um wirklich positive Aspekte dieses Buches geht und dieser Riesenstudie, damit man auch etwas daraus ziehen kann, das man effektiv für den eigenen Unterricht hoffentlich benutzen kann. Aber zuerst möchte ich ganz kurz sagen, was ist eigentlich die Hattie-Studie? Alle sprechen immer davon, aber wissen vielleicht gar nicht, was sie genau alles beinhaltet. Die Hattie-Studie ist eigentlich eine Meta-Meta-Studie. Nun, was heißt das? Ihr könnt euch vorstellen, wenn eine Studie gemacht wird zu einem Thema an der Schule, sagen wir mit 1000 Schülern, und andere Forscher machen ähnliche Studien zum gleichen Thema oder zu gleichen Themen, dann werden diese Themen zu einer Metastudie zusammengefasst. Und dann hat man nicht nur 1000 Schülern, sondern vielleicht Hunderttausende von Schülern. Und dann hat man so eine sogenannte Metastudie, und dann jetzt gibt es aber mehrere solche Metastudien, und jetzt hat John Hattie aus Neuseeland alle diese Metastudien in einen Topf zusammengenommen. Deshalb ist es quasi Meta-Meta-Studie, und insgesamt hat er 800 Metastudien gemacht, und das Ganze nennt man dann eine Synthesis, eine Synthesis nennt er das. Das ist, wie gesagt, eine Meta-Meta-Studie, und diese Studie beinhaltet schlussendlich einfach Millionen von Schülerinnen, die über diese letzten, ich sage jetzt mal 40, 50 Jahre von Forschung in dieses Buch hineingeflossen sind. Und da fragt sich natürlich schon auch bereits das Erste, das habe ich im letzten Video von mir schon erwähnt, wenn man Studien aus den, sagen wir, 80ern und 70ern, die ziemlich oft vorkommen in diesem Buch, zusammen mit Studien aus den 2000er Jahren zusammennimmt, dann muss man sich fragen, kann man das überhaupt wirklich vergleichen? Auch wenn Hattie sagt und auch erklärt im Buch, welche Messwerte sie benutzt haben, um diese Studien wirklich zusammenbringen zu können. Nur schon grundsätzlich hat sich ja die Bildung innerhalb von den letzten 30, 40 Jahren ja unglaublich immer weiterentwickelt, und die Inhalte haben sich auch immer weiterentwickelt. Aber nur damit man versteht, die Hattie-Studie ist also wahrscheinlich die allergrößte Studie über Schulforschung, über Schulerfolg von Schülerinnen, die wahrscheinlich jemals gemacht wurde auf diesem Planeten. So, noch ein letzter Punkt, bevor ich beginne. Ich bin jetzt über der Hälfte dieses Buches. Es wird bestimmt nicht das letzte Kritikvideo von mir sein. Vielleicht mache ich dann noch zwei, drei mehr Kritikpunkte. Und es kann auch theoretisch sein, dass sich das eine oder andere noch ändert an meinen Gedanken. Aber ich möchte einfach in diesem Video mal diese drei Punkte aufzeigen. Ob sich das noch ein bisschen anpasst oder nicht, das werden wir dann noch sehen. So, und jetzt kommen wir auch gleich zum allerersten Punkt dieses Buches. Und zwar untersucht Hattie vor allem, er sagt ihm immer, Achievement of Students. Und Achievement heißt ja Erfolg oder Leistung in der Schule. Und ich habe gelesen und gelesen und gelesen, und so nach 100 Seiten habe ich mich irgendwann gefragt, okay, ich merke, es geht um Leistung, also wie gut sind die Schüler. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass am Anfang des Buches, obwohl er sehr viel Einführung macht, wie gemessen wird, um was es geht und so weiter, dass er eigentlich praktisch nie richtig eine Messlatte erklärt hat für was ist eigentlich Achievement? Woran misst er eigentlich die Leistung oder den Erfolg der Schüler? Nun, man könnte natürlich logischerweise sagen, gut, es geht einfach darum, wie gut die Noten sind von deinen Schülern, aber er sagt das nie explizit. Und im Nachhinein muss ich sagen, das stört mich extrem, weil wenn es um Schülererfolg geht, dann geht es ja nicht nur um die Frage, wie gut die Noten sind. Vielleicht geht es auch um die Frage, wie hoch ist der Schulabschluss von Schülerinnen? Oder welchen Beruf haben sie nachher erreicht? Klar, das macht das Ganze viel komplizierter. Man könnte dann auch irgendwann auf das hingehen,
wie hoch ist das Einkommen schlussendlich von Schülern, misst man es an dem. Also es ist eigentlich nie, es wird nie 100% klar, woran wird das Ganze gemessen. Und je mehr ich über die einzelnen Effekte, die Hattie so nennt quasi, was hat welchen Effekt auf den Lernerfolg von Schülerinnen, je mehr ich das gelesen habe, je mehr habe ich den Eindruck, dass es wirklich um die Noten schlussendlich geht. Also wie gut ist der Schulabschluss, wie hoch sind die Noten von Schülerinnen schlussendlich. Aber einfach, das ist für mich wirklich ein echter Kritikpunkt, es ist nicht zu 100% von Hattie klar beschrieben, was er als Achievement betrachtet. Und das hängt ja unter anderem auch wieder damit zusammen, was ist Schulerfolg von Schülerinnen in den 70ern, 80ern und was ist Schulerfolg von den Schülerinnen, von unseren Schülerinnen in 2018. Selbst wenn das Buch 2010 rausgekommen ist, es ist eine Riesenfrage, was der Unterschied ist zwischen Schulerfolg von vor 40 Jahren und vor heute. Das ist für mich sehr, sehr fragwürdig. So, jetzt komme ich zu meinem zweiten Kritikpunkt. Und zwar spricht Hattie über verschiedene Effektstärken. Sagen wir mal, er untersucht, was verschiedene Metastudien über Hausaufgaben aussagen, also welchen Effekt haben Hausaufgaben auf den Lernerfolg von Schülerinnen. Und er sagt, glaube ich, ca. 0,45 oder sowas, was so ein bisschen über dem Mittelwert ist, aber nicht besonders anstrebenswert. Und vielleicht sind jetzt die einen oder von euch anderen erschrocken, weil ich 0,46 gesagt habe und so gesagt habe, das liegt nur leicht über dem Mittelwert. Vor allem die, die sehr viel Wert auf die Hausaufgaben legen, könnte man sagen, nee, das muss doch einen Effekt von 0,9 haben, was doppelt so hoch wäre. Wie auch immer, das Problem an diesen ganzen Effektstärken, die Hattie erwähnt, und es sind wirklich Tausende, die er am Schluss aufliest, in dem Buch bespricht er ein paar, sag ich mal, ein paar hundert, das sind immer nur Durchschnittszahlen. Also jede Effektstärke, die er grundsätzlich da in seine Balken hineinsetzt, und quasi als Zentrum, als Kernaussage von einer Effektstärke nimmt, sei es Hausaufgaben, sei es irgendeine bestimmte Unterrichtsform, es ist immer nur die Durchschnittszahl. Und er sagt auch am Anfang des Buches, dass es quasi sogenannte Faktoren gibt, die diese Durchschnittszahl verändern kann. Er nennt sie Modifiers, quasi Moderatoren. Und er sagt auch am Anfang, dass er sie eigentlich immer wieder erwähnt, weil es sie auch immer wieder gibt. Aber er macht es nicht immer. Er macht es manchmal, aber oft stellt er einfach eine Effektstärke hin und sagt, das ist jetzt 0,45 oder das ist 0,2, sehr schwach. Oder das ist 0,88, das ist sehr stark. Aber das ist sehr fragwürdig, weil es nur eine Durchschnittszahl ist. Das ist wie bei einer Schulklasse, wenn du eine Prüfung hast, wenn du einfach den Durchschnitt von einem Test sagst, das sagt nichts darüber aus, was der schwächste Schüler erreicht hat und was der stärkste Schüler erreicht hat. Also es kommt so auf die konkrete Umsetzung von einer Effektstärke aus. Gerade bei den Hausaufgaben. Es ist ja so entscheidend, dauert die Hausaufgabe 10 Minuten oder dauert sie 50 Minuten? Ist die Hausaufgabe irgendein bloßes Auswendiglernen von irgendwelchem Stoff oder gibt man den Schülern eine Aufgabe, wo sie etwas erforschen und selber rausfinden müssen beispielsweise? Und das macht einen riesen Unterschied, ob dann die Effektstärke 0,45 ist oder 0,8. Nicht, dass ich jetzt ein riesen Fan von Hausaufgaben wäre, aber einfach um ein Beispiel zu machen. Das ist wirklich ein Problem, wenn man dieses Buch liest, ist, auch wenn zum Beispiel eine Effektstärke schwach angegeben ist, vielleicht kann ich es ja genau so umsetzen, dass es viel stärker wird. Und manchmal erwähnt er es, aber viel zu wenig. Oft werden wirklich einzelne Dinge, die man als Lehrperson im Unterricht tut, als vielleicht mittelstark hingestellt. Aber wenn ich es auf eine bestimmte Art und Weise auslege, dann kann es vielleicht viel stärker sein. Also man muss einfach vorsichtig umgehen mit dem Ergebnis von einem einzelnen Effekt, denn es gibt, wie gesagt, andere Faktoren, die da hineinfließen können, wie man diesen Punkt genau umsetzt, sei es, ob man Einzelarbeit bei einem Auftrag macht oder Gruppenarbeit. Man kann nicht sagen, dass das ein oder andere schlecht oder gut ist. Es kommt schlussendlich auf die konkrete Umsetzung an, auf die Details, wie man diese Einzelarbeit angeht oder wie man diese Gruppenarbeit angeht. Man kann nicht einfach grundsätzlich sagen, dass etwas gut und schlecht ist. Ja, aber ich werde bestimmt, wie gesagt, noch in einem positiven Video über Hattie dann auf Effektstärken zu sprechen kommen, die wirklich einen sehr hohen Effekt haben, wie das Thema Feedback, obwohl man da auch vorsichtig sein muss, da entstehen schnell viele Missverständnisse.
So, und jetzt komme ich zu meinem letzten und dritten Kritikpunkt. Und bei diesem kann man auch grundsätzlich fragen, ob das Ziel dieses Buches vielleicht völlig verfehlt ist. Und zwar geht es darum, Hattie sagt, es gibt Surface Knowledge, Deep Knowledge und Conceptual Knowledge. Also Oberflächenwissen, tiefgehendes Wissen und konzeptuelles Wissen. Das wird immer wieder erwähnt. Oberflächenwissen und Tiefenwissen, das sollte uns allen klar sein. Das ist einfach, hat man oberflächliches Wissen, erste Infos über ein Thema, oder hat man immer tieferes und breiteres Wissen und kennt man die Details oder nicht. Und konzeptuelles Wissen erklärt er nicht so ausführlich, aber wenn ich es richtig verstanden habe, heißt konzeptuelles Wissen, heißt, dass man aus dem Oberflächen- und tiefgehenden Wissen, dass man daraus eigene Ideen konstruieren kann. Also dass man quasi dieses Oberflächen- und tiefgehende Wissen als Werkzeuge benutzen kann, um selber Dinge zu kreieren, um vielleicht in die Praxis umzusetzen und selber etwas daraus zu machen und anzuwenden effektiv und nicht nur quasi auswendig lernen und schon ein bisschen mehr über das Thema wissen, dass man es effektiv in seiner eigenen Situation anwenden kann und eigene Dinge kreieren kann und Ideen daraus entwickeln kann. Aber jetzt gibt es ein Problem, denn Hattie sagt, alle diese drei Wissensformen sind wichtig. Oberflächen, tiefgehendes und konzeptuelles Wissen sind wichtig. Aber er hat aus einer Metastudie oder aus mehreren Metastudien hat herausgefunden, dass die ganzen Beurteilungen, die Lehrpersonen machen und die ganzen Tests und so weiter, dass die zu 60-80%, das ist immens viel, dass zu 60-80% nur Oberflächenwissen prüfen. Das bedeutet, dass nur 20-40% von dem, wie wir Lehrpersonen beurteilen, effektiv tiefgehendes Wissen und konzeptuelles Wissen überprüfen und beurteilen von Schülerinnen. Wie gesagt, alle diese drei sind genau gleich wichtig, aber wenn dieses gesamte Buch um Schulerfolg von Schülerinnen geht und was welchen Effekt hat, aber 60-80% der Beurteilungen eigentlich nur Oberflächenwissen angehen und Schulerfolg, wie gesagt, als die Noten von Schülerinnen definieren, also wie hoch die Noten sind, dann stellt sich überhaupt das ganze Buch in Frage. Denn wenn wir nur 20-40% tiefgehendes und konzeptuelles Wissen wirklich prüfen als Lehrpersonen, dann bringen uns diese ganzen Effektstärken vielleicht gar nicht viel. Weil wenn wir tatsächlich sagen würden, okay, wir wollen als Lehrperson nicht nur noch Oberflächenwissen prüfen der Schülerinnen, sondern wir wollen wirklich tiefgehendes Wissen und konzeptuelles Wissen herausfinden, wie sie da stehen, dann ändern sich vielleicht alle diese Effektstärken komplett. Also es ist wirklich fragwürdig, was wir mit diesen ganzen Zahlen anfangen sollen, wenn die ganzen Tests von praktisch allen Lehrpersonen auf der Welt zu 60-80% nur Oberflächenwissen prüfen. Und das kennen wir auch alle als zum Beispiel das Bulimie-Lernen, sei es als Schüler oder als Student an der Uni. Man lernt ganz viel auswendig auf einen Test, jetzt nicht bei allen natürlich, aber in vielen Fällen, man schreibt das Ganze auf der Prüfung hin und ein paar Tage, ein paar Wochen, spätestens 2-3 Monate später hat man das meiste wieder vergessen. Deshalb macht es überhaupt Sinn und inwiefern macht es Sinn, diese Zahlen so ernst zu nehmen? Ja, ihr seht, ich bin nicht nur zufrieden mit diesem Buch und selbst wenn ich jetzt dieses Buch stark kritisiert habe, finde ich, wenn man sich als Lehrperson wirklich dafür interessiert, was den Schülern hilft, die Noten zu erreichen, die sie wollen, weil das sind grundsätzlich ja schon, ist schon die Basis für das spätere Leben. Auch wenn es ganz viele Menschen gibt, die nicht zwingend gut in der Schule sein müssen und nachher trotzdem ein gutes Leben führen können, gehört es für mich zur obligatorischen Literatur für jede Lehrperson, die sich für Lernerfolg von Schülerinnen interessiert. Und du kannst das Buch natürlich auch auf Deutsch lesen. Hattie hat auch noch 2-3 andere Bücher rausgebracht. Und ich kann euch nur empfehlen, euch ein Buch von Hattie zu holen. Es muss nicht zwingend das Visible Learning sein, das Original. Es gibt auch ganz viele andere gute Bücher und natürlich auch nicht nur von Hattie. Unten in der Videobeschreibung habe ich verschiedene Links zu Büchern, die ich bereits selber gelesen habe und sehr gut empfehlen kann als Lehrperson. Und ich kann euch nur empfehlen, informiert euch selber. Tut nicht nur Kaffeesatz lesen und ein bisschen was über einen Blogartikel oder Zeitungsartikel oder nur aus meinem Video schlussfolgern, dass dieses Buch nicht gut oder gut ist, sondern informiert euch selber, holt euch selber Literatur, für die ihr euch wirklich interessiert und lernt selber die Dinge gut zu beurteilen und entwickelt euch dementsprechend weiter. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht,
was soll ich jetzt aus diesem Video lernen? Und ich würde euch sagen, wie gesagt, was ich vorhin erwähnt habe, holt euch selber ein Buch, das euch interessiert für euren Beruf. Es kann euch auch fürs Privatleben vieles bringen, wenn ihr ein Buch über, ich weiß nicht, Psychologie lest oder so, nicht nur für die Schule. Lernt einfach für euch selber zu denken und glaubt nicht immer nur das, was ihr oberflächenmäßig irgendwo lest, sondern schaut, dass ihr selber einen Tiefgang in ein Thema kriegt, für das ihr euch interessiert. Das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch etwas gebracht und bald werde ich, wie gesagt, noch ein Video rausbringen, in dem ich Effektstärken von Hetty präsentieren möchte, die ihr hoffentlich im Unterricht möglichst gut umsetzen könnt. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.